rot war. Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da richtig beim Münchner Vorstadtbredel? Bin ich da richtig? Ist da heute was los? Gefällt's euch? Das Programm da oben nicht an. Kommen die brauchen? Kommen die brauchen? Weil, nein, ich komme da wegen einem Vorstellungsgespräch. Ja, mein Aufzug, die müssen sie entschuldigen, weil ich komme gerade vom Jugendtraining, gell? Man muss ja schauen, dass man fit bleibt, gell? Ich war nämlich einmal berufsmäßiger Rodler, gell? Ja, naja, aber wie es halt so ist, alles geht einmal vorbei. Meint er wie meine beste Zeit. Ja, ist ja wahr, auch. Na, früher habe ich eine athletische Figur gehabt. Ja, braucht sich lange. Mit den Arschbacken hätte ich die Nüsse knacken können. Aber mein Gott, der Zahn der Zeit, gell, der nagt halt auch an uns Spitzenathleten. Ja. Ich meine, Sie müssen sich einmal vorstellen, wir Spitzenathleten, die wir täglich hart trainieren, wir müssen pro Tag ungefähr 16.000 Kalorien zu uns nehmen. 16.000 Kalorien! Aha. Sie wissen schon, was Kalorien sind, oder? Ja? Das sind die kleinen Viecher, die der Nacht so über das Gewand hängen nähen. Nein, das stimmt ja gar nicht, das war doch ein Scherz. Kalorien, aber nein. Die Einheit für den Energiegehalt von Nahrungsmitteln, gell? Aber was verzeih ich euch, wenn ich da so oben schaue, naja. Ihr geht euch ja voll aus mit Kalorien, gell? Aber ich sag ja noch, ich meine ja, erst 16.000 Kalorien und dann auf einmal Knäckebrot. Das kann ja nicht gut gehen, gell? Nein, und darum habe ich mich mit meinem persönlichen Berater zusammengesetzt. Ne? Ja, da schaut's, gell? Nein, ich hab schon einen. Ich hab einen persönlichen Berater. Ja, nein. Keinen von Avon. Die riechen zwar besser, aber der Mani, der kostet mir dafür kein Geld. Der bringt mir sogar eins. Aber nur, wenn ich ihm auch eins bringe. Aber ist ja wurscht, gell? Schauen Sie mit ins Ogne, Frau. Ja, weil ich wurscht gesagt habe. Ich kann ja auch nichts dafür, wenn der Anzug da seinen blöden Schnitt hat. Mir weiß auch lieber, wenn er nicht so spannend hat. Aber dafür brauche ich nach dem Waschen nicht mehr bügeln. bloß noch Ozean. Im Schritt, da zwickt er ein bisschen. Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum er Zwiebel dazu sagt. Nein, also, mein persönlicher Berater und ich, wir haben uns zusammengesetzt und dann hat er gesagt, weißt du was, wenn deine sportliche Karriere mal vorbei ist, geh halt einfach ins Showgeschäft. Ja? Ich meine, Angebote sind schon da. Gell? Also so im Kochtopf einmal eine Rodelbahn runterfahren und so. Oder Dschungelcamp hat auch schon angefragt. Dschungelcamp. Nein, aber da friss ich doch lieber Knäckebrot. Am besten im Showgeschäft, da hat mir heute halt die Singerei gefallen. Ja? Deswegen bin ich da heute halt da. Ein Bekannter von mir, den kennt ihr ja auch alle, der Fredl Fesel. Der hat vor vielen Jahren hat der mal ein super Lied geschrieben. Ein Taxi-Lied, gell? Kennt ihr schon? Und ich habe mir halt gedacht,
Taxifahrer und Rodler sind sich ja so ziemlich ähnlich in der Fahrweise. Hoffentlich sind keine Taxifahrer da. Dann haben wir halt gedacht, mach's aus dem Taxi. Doch einer. Ein Rodler sind da. Haben wir gedacht, mach's aus dem Taxi-Lied einfach ein Rodler-Lied. Und das habe ich jetzt gemacht und das wollte ich jetzt heute da vorspielen. Aber wenn da keiner da ist, nachher wird das nichts. Aber da fragt der Gitarre, die werden wir schon ausleihen dürfen, oder? Nein. Weil dann könnte es ja einer einmal vorspielen dabei. Ein bisschen üben noch. Ja? Das ist also praktisch ein Rodler-Lied. Ja? Gefällt, dann müsst ihr es fest sagen, gell? Ich darf dann aufhören, weil ich habe das Lied nämlich schon mal einem Bekannten von mir vorgespielt, einem anderen Bekannten, einem Josef aus Neifahren. Also wir sagen alle bloß Pep zu ihm. Der Pep, der baut Bobs. Ja? Und dem habe ich das Lied vorgespielt und dann hat er gesagt, weißt du was, du stell die Gitarre in die Ecken, du musst uns erhalten bleiben. Ja? Also, du mit deiner Erfahrung in dem Sport, du bist wichtig, bleib dabei. Wenn du nicht mehr rodeln willst, hat er gesagt, dann fährst halt Bob. Ja? Am besten steigst beim Viererbob mit ein, da musst du nicht allein anschirmen. Ja? Hat er gesagt, machst deinen letzten Mal, das ist der Bremser. Ja? Das habe ich mir auch gedacht. Ja? Ich mitfahren als Bremser. Als was denn sonst? Nein, ja. Nein, aber ich war so blöd und bin auch noch auf seinen Vorschlag eingegangen. Gell? Aber nicht lang. Nicht lang. Beim ersten Training, da ist schon passiert, da hat es geschäbert. Und wir, gell? Ich meine, war ganz lustig, gell? Also ich, letzter Mo, mir vieri, zurück und nachher angelaufen, gell? Das ist ja noch gegangen, das Anlaufen. Aber nachher. Beim Einspringen. Ja. Kennt ihr vom Bob die Flügel, die da hinten rausgehen? Kennt ihr die? Ja? Die sind für ihn beieinander. Die hab ich gleich mit dem Arsch dermaßen auseinandergebogen. Einer ist gleich abgebrochen. Weil ich halt an so einen Schwung drauf gehabt habe. Aber ich habe den ganzen Schwung hab ich mitgenommen. Gell? Den dritten Mo, den habe ich auf den zweiten drauf geschoben. Den zweiten auf den ersten. Und der hat sich drei Rippen gebrochen. Ja, das haben sie jetzt davon. Einer flacht im Krankenhaus und die anderen, die können noch Neufahren ausfahren, damit der Pep einen Bob poppt. Ja? Aber,